So, ab geht's in die Pistel. Kötchen sieht Slowhalle aus über den Split außen. Ui, netter Boost. Auch so noch nicht gesehen. Von Krutoy. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. CRT müsste Blade sein. So, und der First Contact von Kibaken. So, Fläche ist in die Halle. Der CT war eigentlich ganz blind, aber Aero schießt da um. Macht keinen weiter. Fabi mit einem schönen Schacht-Movement. 3 gegen 3 Situation. Bomb am Spot down und schöner Retake von Z Nation. Und Krutoy. Zwar den ersten. Jetzt aber gegen Antiket eine ganz schwere Position. Aber auch von Cat kann er abgezählt werden. Er dauert nur noch 30 Sekunden, also da dürfte nichts mehr wirklich anbrennen für die Russen. Da unten sieht man schön die Bombe blinken. Hat er sogar auf Burst geschalten. Ach, schade. Ja, wenn unten das Duell gewonnen wird, dann sieht die Runde vielleicht ganz anders aus. Aber so hätte es nicht sollen sein. So mit Z Nation, mit der Führung, kaufen wir auch fast durchgängig nur im. Dreimal mit MPs, zweimal mit Farmers. So, Aero müsste da wieder für die Tür zuständig sein. Dann geht's gleich raus, da kommt die Halle, die Fläche über die, übers Fenster. Aero macht den ersten. Mates räumen aber auch auf. Oh, schöner Move, direkt runtergegangen mit der Bombe. Da den Zeitpunkt genutzt, dass die CTs blind sind. So mit Bombe gelegt. Wenn man hier keine umgeschossen hat, das Minimalziel ist erreicht. Nächste Runde kann Kürtchen auf jeden Fall kaufen. Und dann bin ich gespannt, was sich die Ukraine hier schon einfallen lassen haben auf Nuke. So, die Bugs im GUI, die dauern noch ein bisschen mit dem Fixen. Also nicht wundern, dass ich ab und zu mal so ganz kurz Tab drücke. Jetzt zum Beispiel müsste ich kurz drücken, damit der Name wieder angezeigt wird. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Aber es lässt sich nun mal nicht ändern. So, Gadget über außen. Ich sehe schon den ersten. Zone wenigstens mit Refrag. Wurde hinten gefightet. Bei ESA ist nicht. Der CT ist schon weg. Wo sind. Wake. Hat denn eine Rampe? Warum jetzt immer Craftic da vorgegangen ist? Gut, bei Stranger müsste Craftic. Nee, warte mal. CRT müsste Craftic. Ich weiß es nicht. Warum können die sich einfach mal gescheit benennen? Vielleicht kann mir das auch jemand sagen. Irgendwie rausfinden, wer jetzt wer ist. Die Runde sieht aber wieder ganz gut für Z Nation aus. Vor mit Contact in Halle. Krutoy schön rumgezogen, schöner Shot. 2 gegen 2 Situation raus. Bomblind an der Seite auch ganz. Oh, nicht ganz so gut. Und Bondic im 1 gegen 1 gegen Wake. Bondic hat eigentlich die Waffenvorteil, aber Wake schön gemoved direkt über Fenster raus. Und damit hatte Bondic noch nicht gerechnet. Der Bomblind war natürlich ein bisschen riskant. Da muss er in Zukunft auf jeden Fall hinter den Spot gehen. Damit er vom Schacht besser gedeckt ist. 3 zu 0. Geld nicht vorhanden bei Kürtschnitt. Den Headshot. Außen von dem P250. Boah! Da zahlt sich die Waffe einfach aus. Sie ist so imbar. Kötchen in der Überzahl. Links nur eine Waffe.
Weste hat er natürlich nicht, weil Eco. Eigentlich ganz gut. CD unten hoch. Rampe gibt es gleich das Duell und unten. Oh, überall jetzt so Einzelduelle. Gute Rampe gestorben und wo ist noch Bondig? Am Abgang da oben. Seht ihr, müsste eigentlich Kruter. Ne, Kruter ist KRT. CRT müsste Craftig sein. Und dann ist Goodbye Stranger. Blade. Oh, zwei gegen zwei Situationen. Bondig müsste eigentlich einen Step gehört haben. Hört doch vor, um den Step. Oh, er muss Main aufpassen, oder Schacht? Ich weiß nicht genau, war doch Schacht. Oh, Blade wurde gehört. Ach, schön nochmal die Runde gerettet von den Russen. Da hat man einfach wieder außen gesehen, wie krass die Pistols einfach sind. Die P250 war das, glaube ich. So, nächste Equipped Round auf jeden Fall bei Kirchnet. Und AWP bei Krutal. Also wenn wir wohl Kibaken aus ein bisschen unter Druck setzen, glaube ich hauptsächlich für Main zuständig ist. Und sogar doppelt gedeckt. Gut, ich schaffe den Sprung sogar allein. Boah! Da kriegt der instant den Headshot. Vom Abgang. Natürlich auch extrem riskant, da von dem CT da gebückt zu stehen. Bitte für Krutal. Noch nicht mal einen Schuss abgefeuert und direkt schon so low geschossen. Man kann Kürtchen First. Auch außen. Ziehen sich jetzt zurück. Könnte ein Rampesplit werden über Abgang und einer außen durch. Boah. Craftig aber schon gestorben. Der Rampe-Go wird gut aufgehalten von Wake, aber da sind die Mates viel zu weit weg. Flashes kam auch nicht wirklich. So, 2T ist richtig low. Müsste eigentlich an Z-Nation gehen. Evil auch schon unten. Ah, sie wählen aber den Weg über Cat. Splitten, das ist jetzt eigentlich eine gute Entscheidung, wenn Bondig da den Frag macht. Oh, er hat den gehört. Bondig ganz wichtig, er hat einzige mit 4 AP, er muss das Duell gewinnen, gewinnt er nicht. Oh, und jetzt die beiden Low T's, da haben sie eigentlich keine Chance mehr, ja. Also die Runde hätten sie machen können, wenn Bondig da das Duell gewonnen hätte. Aber somit leider so gut wie unmöglich. Kirchner sieht hat nicht wirklich gut aus. Sind die CSGO wahrscheinlich noch nicht so angekommen. Die Russen hier auf dem Server. Ist ja auch ein eigentlich ein 1-6-Duell hier wieder. Banks, wieder über Stein aufgebaut. Das saß noch gar nicht. Wir wagen außen die Arme. Setzt den ersten Shot nicht. Boah, der T ist schon am Abgang. Fabi hat es nicht gesehen. Doch. Krass. Doch, nee, der T ist echt noch am Abgang. Ist ungesehen, glaube ich, runtergekommen. Kommt jetzt ungesehen in den Schacht und da ist direkt, glaube ich, einer vor ihm. Oh, Fabi, krasse Runde von ihm. Gute schiebt über Cat. Oh, schade. Wo ist der Refrag? Ah, da kam die Ansage zu spät, wo er genau steht. Aber schön gemoved von Evil. 6:0 nun schon. Mann, Mann, Mann. Ich sehe gerade, dass Fried mal auf Kirchnet getippt hat. Warum auch immer. Das hat mich da geritten, bitte.
So, dann habe ich scheinbar nochmal gekauft. Die parken immer noch mit AWP. Den ersten. Ja, und da habe ich wahrscheinlich direkt wieder zur Stelle und wird von oben attacked. Wird direkt die Information weitergegeben. Bug mit seinem zweiten in der Runde. Bombe nach außen, einer nach Vorraum. Boah, wichtig, dass er dort die Hits bekommt. Dann wird die Runde vielleicht noch mal ein bisschen knapper. Bondig deckt nach Vorraum ab. Oh nein. Gute, Crafting macht auch noch einen. Ich wechsle das immer gerade. So, die Fläche. Die kann ich noch nicht. Die hat super gesessen. Wake, Aero war da richtig blind und nur noch Wake gegen 3. Das scheint die erste Runde zu sein für Kurtschnet. Der ist hier mit einem Bang probiert. Bombe ist glaube ich schon runtergegangen. Zumindest habe ich einen Schacht gehört. Und somit kann der Wake noch viel weniger machen als ohnehin schon. Checkt das auch erst, dass unten gelegt ist. Bondig auch schön an der Abfuck-Posi. So, weiß jetzt auch, dass er saved. Die Frage ist, ob er ihn nachkriegt. Ach, ich zähle ihn steppen. Ach, schade. Oh, krass, er ist gerade durch den Bomb-Radius gestorben. So, wenn man sich das Geld anguckt bei Z-Nation, die Runden waren ja teilweise relativ knapp. Kirschner konnte immer ein paar Flex ziehen. Für einen Equip-Drone hat es uns noch gereicht bei Z-Nation, aber sonst sieht es dann eher dunkelfinster aus. Die T's tasten sich da wieder vor. Bräuchte man natürlich jetzt eine Flechte irgendwie. Ist auch keine Ahnung wie. Boah, und einer kommt glaube ich Abgang hoch. Kibaken, ist das mit P250? Hat die immer noch da oben. Oh, jetzt hat er die Waffe gesehen und verschießt. Verschießt nochmal. Hätte vielleicht die Kibaken die Waffe geben sollen, aber er hat aber anscheinend mehr Geld. So, ziehen sie jetzt zurück. Zwei außen auf jeden Fall gesehen. Bekommen. Die Backen unten das Duell. Die Kürtchen, aber wenn man es gerade sieht, komplett aufgesplittet. Da werden gerade nur Einzelduelle eingegangen, beziehungsweise nicht mal eingegangen, werden einfach von der Seite geholt. So, Bondig wie üblich über die Box. Aber diesmal steht der Spieler oben am Cat eigentlich ganz gut. Gutes Timing. Aiming hat nicht so ganz gesessen. Boah, schöner Shot von Bondig. Der war schön geaimt. Aber mehr als netter Headshot ist bei der Runde hier nicht bei rumgekommen. 7-1. Kirchner hat kein Geld. Einzig Blade konnte sich was leisten, aber darauf verzichtet man. Spieler schaut immer fast das ist sehr aggressiv außen. Blocken da bisher ziemlich gut. Und Fabi hat da schon T's gesehen. Hört da auch die Steps. Die ganze Bande rumwuseln. Boah, da hat er gut nochmal abgesetzt. Sonst wäre das dick in die Hose gegangen. Und zwei noch links. Boah, schöner Schuss von Aero. Von Zone. Boah. Das sah gerade total weird aus, wie der T da runtergefallen ist.
Tja, was sollte man hier spielen an Kirchens Stelle? Ich finde auch wieder die. Man sollte viel mehr die Halle anspielen mit den Flashes übers Dach. Ich glaube nicht, dass so viele Teams da schon Mittel gegen haben oder immer gut dagegen stehen. Wir haben sich da einen guten Go überlegt. Boah, jetzt. Ich weiß nicht, ob sie da zu früh raus sind, aber immerhin. Erste Frag sitzt. Aber danach kippen sie einfach alle. Kraftig nach außen. One Dig. Nee, Blade war da. In der Smoke hat er null gesehen. Und Kraftig steht einfach vor drei Spielern. Keine Chance gerade für Kirchnet. Jetzt hat Nation verteidigt da richtig gut. Wo ich sagen muss, Kirchnet dürfte eigentlich auch ganz gut als City sein. Meistens immer ein bisschen einfacher zu spielen. Wir sehen nochmal eine Eco. Steht 10-1. Was findet 10-5? Ist ja fast sogar noch drin. So, Wake an der Rampe gestorben. Kibaken auf unten. Evil hat auch unter Kett geschoben. Oh, Kibaken schön gewartet. Den sicheren Frag hat. Einer ist noch an der Rampe. Bombe zieht auch nach. Mann, der Sound. Das ist echt ein Bug, oder? Ich habe immer teilweise einen Sound von einem anderen Spieler. Das scheint sich irgendwie nicht so wirklich zu aktualisieren. Das ist ganz seltsam. Natürlich die Frage, ob es an meinem GUI liegt oder nicht. Ich hoffe nicht. 1 gegen 1. CDs sind noch recht gut nah beieinander. Gebacken können da schnell hoch. Aero könnte schnell runter. Also stehen da eigentlich relativ gut. Und Bondic müsste jetzt links schauen. Muss natürlich jedes Eck checken. Oh, mit Timing, wenn er jetzt da runterkommt. Oh, was ein Timing. Oh, noch ekelhafteres Timing von Gebacken. So, das war aber eine Eco. Von daher gar nicht mal so schlecht. Money-technisch ist man ja trotzdem nicht allzu gut equipped. Ja, Blade mit Galil. Ich scheine aber nur ihren Standard-Go runterzuspielen. Fabi schon wieder extrem offensiv. Hat auch gerade mal einen Smoke-Bug, der anscheinend immer noch ein bisschen funktioniert. Glaube ich, die Steps und Kibaken kommt unten hoch. Könnte da ablenken. Eigentlich ein geiles Doppel. Oh, what? Fabi kriegt eine AE ab. So, Flashes, Halle. Rampe wird wurde nur gegengeflasht. Sieht nach einem Fake aus. Bombe ist gerade im Schlauch. Wake. Müsste dort stehen. Ja. Und macht den ersten straight durch. Sehr schön, macht nur einen. Sieht bisher ganz okay aus. Wenn sie jetzt merken, dass unten geblockt wird. Ah. Oh. Schön geschoben von Z-Nation. Also den Weg sollte man viel öfter unter Cat suchen in CSGO. Einfach weil die CDs so extrem schnell unten sind. Und unter Cat wird am meisten ein bisschen vernachlässigt. Oder halt nur mit einer Person gedeckt. Wenn man da ein paar gute Granaten einstudiert hat, zum Beispiel Smoke links, da vorne am Eingang. Also wenn man dann hier irgendwie smoken würde, oben Cat flashen, dann könnte man Cat eigentlich relativ gut einnehmen. Weil da eher meistens so einer deckt. Und diesmal außen ein bisschen schneller. Verlieren jetzt anscheinend auch die Geduld, hier die Runde langsam aufzubauen. Diesmal kommen sie einfach auch runter. Ich würde fast meinen ungesehen. Ne, einer unten an der Treppe. Boah, schöner Shot von Zone. Richter an Schacht. Da ist CT direkt verschoben. Boah, da muss er, glaube ich, direkt hinterherfahren. Die Flash war ein bisschen zu kurz, so wie ich das da sehe.
Aber hat wenigstens Schaden gemacht. Aero 28 HP. So, jetzt ist mal wieder zusammen versammelt an der Rampe. Und jetzt müsste man eigentlich Cat hoch, weil einer außen Main ist. Karavtik wartet da. Okay, man spielt einfach eine Halle vorm Split. Granaten nicht mehr wirklich vorhanden. Bondig noch mit einer Smoke und stoppt mit Flash. So, da wollten sie reinkontakten, hat nicht geklappt. Aber die Frags fallen. Schönes Zusammenspiel über die Main und Wake und Fabi über Schacht. Über die Schächte. Wenn jetzt vielleicht gleichzeitig hochziehen. Sich wahrscheinlich absprechen, wenn die Bombe ge wieder gesteppt. Da gab es da eine Flash und Fabi schafft's nicht. Schön gespielt am Ende von Kirchnet. Das war dann mal vernünftig ausgespielt. Auch so, wie man sich's eigentlich wünschen würde. Aber in der Runde haben sie halt einmal außen nicht gedeckt. Und zack, kommen die T's einfach da durch. Damit hat Sydney wohl nicht gerechnet, dass sie es außen nochmal probieren, nachdem sie da immer wieder auf den Sack gekriegt haben. So, wieder schnell. Und Kibaken deckt es wieder außen. Ist rechts weg auf. Sehr schöner erster Shot. Da hat die Smoke noch ihm geholfen. Jetzt kommt noch ein. Andere Kibaken war das. Fabi hat ihm da geholfen. So, und da waren es nur noch zwei Leute. Bondic letzte. Gammelt sich dann noch ein Frag ab. Muss dann die Bombe holen, die direkt vor ihm ist. So, und wird direkt von hinten überfahren. 12 zu 2, letzte Runde in dieser ersten Halbzeit auf DE Nuke VE. Gelegt. Flash in die Halle, Flash über die Box raus. Wake pusht einmal vor. Evil nochmal. Und Bondic an der Rampe. Müsste aber. Von Evil. Oh, er ist links. Damit hat er nicht gerechnet, dass er schon so weit ist. Kurz angefällt. So, wofür entscheidet er sich? Maiden wäre eigentlich eine gute Wahl. Boah. Bang von Kibaken, oder hat er ihn. Ja, doch. Hat ihn gebankt auf jeden Fall. Krasse Halbzeit von Z Nation. Aber Kirchner war halt einfach auch nicht so stark. Z Nation total solide, haben ihre Shots gehittet. Haben eigentlich richtig gut gegeben. Aber so taktisch finessen, irgendwie viele Taktiken, immer so viele Rushes, irgendwelche Flashes, Granaten. Hat man jetzt nicht gesehen bei Kirchnet. Da ist noch einiges an Nachholbedarf zu tun. So, eine schnelle Smoke in Main. Oh. Das ist nicht in der Unterzahl, nur noch Waking 2. Eine bevor man an der Cat. So, weiß, wo beide sind. Was? Ach so, er hat den. What? Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass er den Cat getötet hat schon. Boah, Zone. Zone hat kein Kit. Wake hat jetzt sogar die Bombe. Und Zone geht einfach aufs Duell. Er fährt ihm hinterher, setzt ihn extrem unter Druck. Und beide hitten gerade ihre Shots nicht. Boah, jetzt sieht Wake raus. Krass. Also, die Zerstörung geht weiter. 14-2. Kirtland hat kein Geld. Sollten wir vielleicht auf P250 gehen? Ja, einer hat sogar Bondig gekauft. So, vier Mann schnell außen. Schon Abgang runter. Oh, nette Abtosi. Boah. Wird aber inszeniert das Eck gecheckt. Alter, da fahren sie einfach nur drüber mit ihren Bisons. Krass. Können die einfach nichts machen, die CDs.
heftig. Ah, bin ich schon gespannt auf Z-Nation, wie sie sich im LAN präsentieren. Denk mal, die können dann das ein oder andere Team gut ärgern. Ach. Und halte Faust down. Somit wird das wohl das GG gewesen sein. 16 zu 2 gewinnt hier Z-Nation gegen Kürtschnitt. Ihr könnt dranbleiben.